Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Hier herrschte mal Recht und Ordnung. Das war einmal. Das Verbrechen wütet, Katzen verschwinden und die Bürger werden zu Opfern. Oh, hey! Wer hat vor meine Tür gekackt? Was schreist du denn so? Wir hätten sie schützen sollen, die schutzlosen Bürger. Runter vom Auto, du kleiner Pisser! Aber politische Differenzen hatten die Superhelden gespalten. Wir sind zwei Lager. Im Krieg. Aber Krieg wird unsere Stadt nicht retten. Eine Zeitreise ist meine letzte Hoffnung. Mythen erzählen von alten Zeiten. Von einem König, der sein Reich einte, das von einem mächtigen Staat zerrissen worden war. Hallo, Schatz. Schnauze, Mom. Keine Zeit zu verlieren. Ich reise in die Vergangenheit, verändere die Gegenwart und finde die Katze. Und vielleicht kann ich auch so ungeschehen machen, was aus uns geworden ist. South Park, The Fractured But Who? Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Gorsu. Ihr kennt mich. Ein neues Let's Play steht an. So, wir können direkt unsere Figur gestalten. Das ist doch. So, Haare, was haben wir denn alles? Die kann ich hier durch. So, okay, machen wir wieder Maus. Okay, ist alles ein bisschen unisex. Wir sind ein Superheld, also brauchen wir auch was Ausgefallenes. Superhelden haben immer ausgefallene Frisuren. Da müssen wir natürlich auch ein bisschen... Okay, das ist vielleicht jetzt nicht so... Vielleicht, wir schauen mal weiter. Ah, noch nicht so ganz. Wenn es jetzt ein bisschen weiblich ist. Ich glaube, wir machen schon einen männlichen Superhelden. Nichts gegen die Damen. Das ist doch was. Das nehmen wir. So, aber wir können auch die Farbe ändern. Ui... Dann wird es natürlich jetzt sehr ausgefallen. So. Ne, bleiben wir schon hier. So, okay. Dann Accessoires. Was haben wir da so? Also eine Brille oder keine Brille? Ah, komm. Machen wir. Die Farbe kann man auch. Ich kann von allen die Farben ändern. Dann machen wir direkt so schwarz. Okay. Make-up. Okay, das ist jetzt mir zu unspektakulär. Das lassen wir. Bärte. Natürlich, als Superheld braucht man auch einen gewissen Bart. Ich würde sagen, oder doch lieber, lassen wir es mal den. Lassen wir auch einen schwarzen Bart. Das lassen wir mal schwarz, dass man sieht, es ist nur gefärbt. Kleidung. Der Cape. Moment. Achso, das ist einmal der Cape und einmal das. Okay. Wenn wir rote Haare haben, brauchen wir ein giftgrünes Cape. Ja, auf jeden Fall. Und unser Shirt wird dann in ein Blau. Oder? Oh, wait, das wird weiß. Ja, wir sind Color Man oder so. Keine Ahnung, das wird uns schon was einfallen. Oh nein. Ende. Oh, dann noch eine Farbe. Hose ist schon blau. Wir brauchen noch was anderes. Grün haben wir schon. Zum Braunton. Wir haben noch keinen Braunton. Also mehr Farben, glaube ich, kriegt man hier nicht rein, oder? Das ist dann mein Held. Mr. Color oder so nennen wir es in Endeffekt. So, weiter geht's. Schwierigkeitsgrad. Ja, da gab es ja viel Diskussion drüber. Ist bestimmt im Prinzip die Hautfarbe, aber es soll nicht wirklich den Schwierigkeitsgrad bestimmen, das war ein Gag. So, was nehmen wir denn? Eigentlich colorful müssen wir hier, aber wir haben schon braune Hände und weißes Shirt, das müssen wir irgendwie so... Das wirkt sich nicht auf den Kampf aus, nur auf dein ganzes restliches Leben. Das ist ein schöner Hinweis gerade, und hier sagt es auch, ein Kampf wirkt sich nicht aus, nur von restliches Leben, sprich, wenn ich schwarz bin, ne? Dann, ne? So, wir können auch noch uns drehen anscheinend, aber ich weiß nicht wie. Achso, einfach hier drauf. Okay, ja gut. Dann würde ich sagen, lassen wir das und erstellen ihn. South Park. Ein friedlicher Ort. Ja.
Die Mauren greifen an! Sie sind überall! Lass sie nicht zu unserer Basis! Zu spät! Sie haben das Kastell gestürmt! Ah! Sie haben die Basis! Schlag sie zurück! Auf die Mauren! Ihre Rüstung ist zu stark! Sie tragen Fahrradhelme! Wo ist der König? Das werden dann wohl wir sein? Ah, wo soll ich auch sonst sein, wenn nicht auf Klo? Ah, alles klar. So, Schwierigkeit 1, okay. Fokussiere deine Kraft. Wie? Indem ich hier... Oder was? Ich kann auch da, aber... Achso, drücke Z zum Start. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, ich muss jetzt Z drücken. Oder nicht? Hä? Nutze ich eine Richtung, einen Punkt zu finden? Ah, halten. Jetzt habe ich es, okay. Jetzt Z oder wie? Hä? Richtig, einen Punkt zu finden. Ich will da halten. Ah, warte. Auf der anderen Seite muss ich... Ah, jetzt habe ich. Sie muss auf beiden Seiten. Ach, du meine Güte. Was muss ich machen? Hallo? Es passiert nichts. Was muss ich machen? Ich muss mehrere Sachen gleich drücken. Oder? Ich weiß es nicht. Nochmal, Moment. Das kriegen wir hin. Ich werde wohl scheißen können. So, okay. Dann Start und dann... F. Das kriegen wir hin. Ja. Und jetzt? Okay. Scheinbar haben wir es diesmal geschafft. Kackmeister. Okay. Wir sind der Kackmeister. Alles klar. So. Humbi, Hamba, Humba? Was reden die denn da draußen? Na, raus da. Wir sollten froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde gefunden hat. Wir sind hier untergetaucht. Da machen neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. Hör auf mit dem Scheißzeug. Es verändert dich. Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheißdasein mit dir erträglich macht. Oh, hallo mein Schatz. Ich hab dich gar nicht gesehen. Deine Freunde sind unten, Spätzchen. Los, geh spielen. Ja. Eine glückliche Familie, alles klar. So, Sieh mal, du hast ein Handtuch dabei. Hey Mann, ich bin Tauli, dein Spielkamerad. Ich werde dir ab und zu Tipps geben, weil, naja, wer mag denn keine Tipps, stimmt's? Na gut, wir sehen uns später. Tauli, gucken. Was macht mein Vater da? Okay, das ist anscheinend das Scheißzeug. Ist ein Brownie oder was? Das war was für ein Brownie, hm? Jetzt ist es gesperrt, jetzt können wir nicht mehr gucken, okay? Was ist denn da hinter dieser Tür? Ah, mein Zimmer, juhu! So, hier haben wir die Flagge von damals, den Bogen von damals. Ach du meine Güte, alles aus dem ersten Teil hier. Okay, ein bisschen Zeugs. Da kriegen wir anscheinend nichts. Gamesflu! So. Okay, Spielkarten. Unser Lager? Anscheinend nicht mehr. Der Dildo, diese Analwaffe da. Von den Aliens. Das ist mir ein Teil. Und die Karte. Ah, Cooper King Karte. Und dieser seltsame Fisch. Okay. So. Okay, hier hat man anscheinend jede Menge Erinnerungen an den ersten Teil. Schön, dass ich trage hier immer noch meine Krone. Ich bin ja immer der König. Oh, meine Mutter. Die weint. Gehen wir hin. Mami, wieso weinst du? Mami. Meine Freunde stehen vor der Tür, Schatz. Geh raus zum Spielen. Okay. Ich glaube erstmal den Kühlschrank leer. Dose mit Ginger Ale, laktosefreie Milch. Okay. Was haben wir denn noch hier so? Sportflasche, Chips, Macaroni. Okay. Kommen wir da oben an die Kaffee dran? Nee. Mami! Alles gut, Schatz. Ich hab noch was im Auge. Ach so, ne, denn, wenn du was im Auge hast, pff, was mach ich mir hier Sorgen? Die hat noch was wieder im Auge, die Alte. So. Was haben wir hier noch so schönes? Ein Lithium-Akku. Ja, okay. Dann gehen wir mal raus. Feuer! Die dreckigen Mauren wollen Kastell
Cooper in ihre Gewalt bringen. Du musst kämpfen, Herr. Wir brauchen dich. Was? Die wollen Castell Cooper in Besitz nehmen. Das lassen wir uns nicht gefallen. Ach, komm, Alter. So, was haben wir hier hinten liegen? Ich bin jetzt mal neugierig, was hier alles liegt. Ne? Aber ich glaube, da kann man nichts machen. Wir werden gegen die Mauren kämpfen. Ich bin eine kleine Pussy. Na, warte. Vorwärts kann ich. Ihr legt euch mit dem König an. So, wie. Okay. Eins kann ich eine Kraft aussuchen. Okay. Und mit Kraft einsetzen. Okay. Bam, bam. Putz. Rückschuss-Kombo. Okay. Verstehe. So, wer ist jetzt dran? Wie kann ich blocken? Oh Mann. Sagt mir nicht, wie ich blocken kann. Das ist nicht nett. So. Okay, mach sie richtig fertig. Dann greifen wir nochmal an und zeigen ihm, was der König kann. Sie können ihn nicht aufhalten. Mach die Wachen des dunklen Hofs bereit. Wow, hast du gesehen, wie krass der König ist? Yeah. Niemand ist so stark wie er. Denn ich bin der König. Du schaffst uns nicht alle. Oh doch, das werde ich. Denn ich bin der König. Ich frage mich, ob ich noch meine Kräfte aus dem ersten Teil habe. Weil bis jetzt wirkt es nicht so, wenn ich nur einfach schlagen kann. Genau, Kampfvorteil, das hatten wir eben schon. Genau, sehen wir da unten die Reihenfolge des Kampfes. Ja. Grafik sehen wir in der Reichweite, sehen wir in der Grafik. Achso, ich kann quasi wie 2 auswählen und sehe, wie ich dann schlagen würde. Das heißt, wenn ich so mache, schlage ich so. Alles klar, dann macht es Sinn, so Zug machen. Meine Furzkräfte, ich habe sie noch. Oh Mann! Das ist ja unmenschlich. Macht nichts, sind ja nur die Bösen. Macht nichts, sind ja nur die Bösen. Ja, ich bin zäh, aber kann ich auch blocken, ist meine Frage. Nein, sind die Mauren nicht. Ich werde die Mauren besiegen. Achso, das braucht jetzt eine Runde zum Ausruhen. Okay, dann müssen wir jetzt den Angriff erstmal, oder? Macht es mehr Sinn? Hä? Achso, der hat in eine Richtung geguckt. Alles klar, dann machen wir hier erstmal. Wutz, wutz. Und tschüss. Die Wachen des dunklen Hofs sind alle Muschis. Ah, ich liebe South Park. Naja, unbesiegbar jetzt nicht. Ich verliere auch Lebenspunkte hier anscheinend. Aber ich halte mehr aus als die, sagen wir es mal so. Alles klar. Die stehen jetzt wieder so schön in Reihe. Dann würde ich sagen, lass ich mal einen fahren, ne? Und. Ja. Gibt es nicht mehr sowas wie angeekelt? Früher waren die dann immer angeekelt und wollten nicht mehr kämpfen. Ja. Das kitzelt den König nicht mal. Naja, das würde ich jetzt nicht so sagen, wenn ich so ein Stoppschild anscheinend geschliffen mein Gesicht bekomme. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr als kitzeln. So, aber ich bin an der Reihe. Und das heißt, du wirst sterben. Oh. Goodbye. Ein kühner Hieb, König. Nur noch einer. Nein, doch du wirst es gleich sein. Verabschiede dich. Putz. Und dann noch kritische, natürlich. Wie mies. So, weg ist er, würde ich sagen. Das war's wohl mit den Mauren. Los, wir müssen ins Kastell. Natürlich. Zurück zur Festung. Geh zur Seite oder sterb. Wir gehen durch diese Tür. Niemals. Ach ja, und auch nicht. Das alles hier vorne ist Lava. Oh Mann, echt jetzt? Das ist alles Lava? Ja, hier ist, da ist Lava, da könnt ihr nicht durch. Lego-Baustände, Lava. Jetzt, gehen wir rein. Geht nicht, die sagen, alles vor der Tür ist Lava. Oh, das ist voll unfair. Was machen wir jetzt? Was macht ihr jetzt? Ihr sterbt. Lasst den Drachen los. Was? Ein Drache? Ein Drache. Wir sind am Arsch. Okay.
Wack. Okay, ein Drache. Er ist sauer. Gegen den kann mich angreifen, wenn ich was untersuche. Dann gerate ich in den Hinterhalt und bin nicht als Erster am Zug. Oh Gott, die sind als Erster am Zug. Okay, der schießt anscheinend mit Pfeilen, der Drache. Okay. So, dann gehen wir mal hier hin. Ich würde sagen, den hauen wir mal gegen den Drachen. Das hat ja damals Schaden gemacht, wenn der dahinter steht. Vielleicht macht es das wieder. Ja, Rückstoß-Kombo, sehr schön. So, den nächsten sind wir los. Da ist nur noch der Drache übrig. Das werden wir ja wohl schaffen. Ach nee, da oben ist noch einer. Ach, das ist erst jetzt. Oben ist noch einer. Na gut, der kommt jetzt runter. Okay. So. Und danach ist noch der Drache dran. Eieiei. Was macht er jetzt? Feueratem. Okay, Geschäfte willst du. Lass dich im Bereich. Okay. Mach bloß den Feueratem aus. Bleib nicht da stehen, wo er dich erwischt. Achso, ich kann dann selber. Achso, ich habe genügend Zeit. Halt jetzt hier gedrückt, dann. Okay. Aber der kommt noch hinterher, dieser. Okay. Also statt dem Feueratem kriege ich den ab. Naja gut, das ist ja halb so wild, finde ich. Ich glaube, der Feueratem wäre schlimmer. Ach, der muss einen Zug des Vorbereiten. Verstehe. Deswegen konnte ich nur ausweichen. Unser König ist ausgewichen. Ach, verdammt. Die haben ihren eigenen Mann jetzt erwischt. Na gut. Damit würde ich sagen, okay, bin ich in der Reihe. Dann kriegt unser König den Hammer der Gottesherrschaft. Keiner hält den König ab. Auto. Was? Auto. Oh, Auto. Wie jetzt die epische Musik weg ist und man die Stöcker wirklich klackern hört. Dum, dum, dum. Runter von der Straße, Drecksplagen! Okay! So sieht es also in echt aus, sozusagen, ne? Jetzt kommt die Kinderfantasie wieder. Genau, es quietschen der Räder noch. Oh Mann, okay, okay. Epische Musik? Ja, epische Musik. Keiner hält den König auf, er ist allmächtig! So, der Gotteshammer, dann wollen wir doch mal. Yeah. Das ist natürlich mächtig. Drachentöter! Dragon Slayer King Douchebag. Stimmt, der war der Douchebag. Den Namen konnte man sich ja nicht aussuchen. Ich erinnere mich. Oh mein Gott, er hat den Drachen besiegt. Unglaublich. Das Kind ist der Wahnsinn. Ja, denn ich bin der Auserwählte. So. Ich würde sagen, nach diesem Drachentötung beenden wir diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen da oder einen Kommentar. Würde mich riesig freuen. Über Abos sowieso und die nächsten Tage. Wir schauen später. Einen Moment bitte. Ja, gleich. Ich bin die. Ich kann den Geheimweg durch die Garage finden, also falls es einen gibt. Ja, wir haben es verstanden. Bis zur nächsten Folge. Die wollen mich nicht aufhören lassen, merkt ihr es. Bis zur nächsten Folge, Leute. Tschüss.